Hallo Leute, danke fürs Einschalten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Java Lernen für Anfänger. Oder für Fortgeschrittene, weil mittlerweile sind wir schon ziemlich drin, tief drin in der Materie. Jetzt zeige ich euch den Unterschied global und lokal. Das letzte Mal haben wir ja hier mit Arrays gearbeitet und wir machen uns jetzt hier einfach mal ein public int i ist gleich 1. Und dann haben wir hier ein int i ist gleich, nein, j ist gleich 1. So, noch eine kleine Ergänzung. Hier schreibt man kein private und public rein. Hier bleibt es immer int. Dieses int ist aber nicht ein package private, wäre mein Zugriffsrecht Tutorial angeschaut hat, der weiß ja, dass wenn wir hier das so reinschreiben ohne genaue Deklaration, wäre das Package Private, was es aber hier nicht ist. Das hier ist eine lokale Variable, das hier ist eine globale Variable. Und jetzt erkläre ich euch den Unterschied. Also, wenn wir sagen syso i und dann hallo, syso i, warum stimmst du nicht? Achso, public static. Klar, wir befinden uns ja in einer statischen Methode. Und dann machen wir eine neue Methode, public static void schreiben syso i und dann syso j. Dann sehen wir jetzt schon eigentlich den Fehler. Er kennt j nicht. Warum nicht? Weil J nur innerhalb dieser Klammern bekannt ist. Wir können jetzt zwar hier sagen, schreiben, Klammer auf, Klammer zu, dann ruft er zwar die Methode auf, aber alles, was hier drin steht, steht nicht innerhalb dieser zwei Klammern. Also wenn wir hier sagen, syso J, und das ist eine neue Zeile schreiben, dann wird das funktionieren. Dann wird er J ausschreiben, aber hier kennt er J nicht, weil das eine lokale Variable in der Methode main ist. Die ist nur innerhalb dieser zwei Klammern bekannt. I ist global und in der ganzen Klasse bekannt. Also hier kennt er I, hier kennt er I und I hat hier den gleichen Wert wie hier. Also wenn wir sagen, meinetwegen, so, schreiben. Schreiben, dann schreibt er sie selber und dann sagen wir, nein, dann sagen wir i++. Wer aufgepasst hat in den Array Tutorial, weiß auch, was i++ ist. Wer nicht aufgepasst ist, hat oder das nicht gesehen hat, i ist gleich i plus 1, wäre das Gleiche. Bringt das Gleiche. Ist nur kleiner. Also i++ ist weniger Code. Und wenn wir jetzt sagen schreiben, dann schreiben wir, dann ruft er hier die Methode auf und sagt i, dann schreiben wir selber i, dann zählen wir i 1 hoch, schreiben wieder und machen nochmal i. Und dann müsste 1122 rauskommen. Warum? Weil wir 1 hier rausschreiben, 1 hier rausschreiben und dann hochzählen. Wir zählen zwar in der Methode main hoch, aber weil das eine globale Variable ist, wird hier das global hochgezählt. Jetzt kommt's. Wenn wir hier sagen, int i ist gleich 0, dann geht es. Warum? Weil er hier i nicht blau markiert. Wir sehen hier i, das ist leicht bläulich. Wahrscheinlich seht es ihr daheim besser oder so, also bei eurem eigenen Eclipse. I ist hier blau hinterlegt oder blaue Farbe und hier nicht und hier auch nicht. Dieses i ist das lokale i und dieses i ist das globale i. 1, 0, 0, 1, 0, 2. Schreiben, i ist 0, also 0. Dann hier schreiben wir das globale i, also 1. Dann zählen wir das globale i 1 hoch, schreiben wieder. Da schreiben wir aber nicht das globale, sondern das lokale i, also wieder 0. Und dann haben wir wieder 2, weil wir eben hier hochgezählt haben.
So, und in der. Na, obwohl, das ist so wenig. Global, lokal. Okay, ich zeige. Nein, ich vermische jetzt. Also, jetzt ist echt hier Premiere. Ich vermische jetzt zwei Themen, die eigentlich zusammengehören. Und zwar. This. Cannot use in a static context. Oh Gott. Nerv mich nicht. Ja, und jetzt kann er das nicht mehr ausführen. Also, ich erkläre euch in der Theorie, wie es funktioniert. Er mag jetzt nicht hier. Er mag das nicht machen. Da muss ich jetzt über eine andere Klasse gehen, dass das funktioniert, so wie ich das will. Obwohl, ich kann es euch eigentlich zeigen. Ich zeige es euch schnell. Klasse, Test. Dann sagen wir hier in der Testklasse machen wir die ganze Berechnungssache wieder rein. Public void schreiben. Nee, warte. Nee, public void lesen. Wenn ihr Steuerung Shift und F drückt, dann formatiert der euch das automatisch. Dann legen wir hier public int i ist gleich 1 an. Dann haben wir lesen und lesen 2. Dann haben wir hier die globale Variable und ne, so. Also. Dann brauchen wir hier kein i mehr. Dann sagen wir Test t ist gleich new Test. Erstellen wieder ein neues Objekt der Klasse und sagen Test Punkt schreiben 1. Hallo? Ne, Test Punkt lesen hieß es. Oh, hoppala. Test Punkt lesen und Test Punkt lesen 2. So, was macht er? Er ruft zuerst Lesen auf und da macht er nur die globale Variable i und dann macht er Lesen 2. Da hat er eine lokale Variable i und eine globale Variable i. Und zwar macht er jetzt 1, 0, 1. Und warum? Er hat hier 1, das ist die globale Variable i und die macht er hier, also 1. Dann hat er Lesen 2. Da gibt er 0 aus, weil er hier, also wenn wir nicht das this schreiben, nimmt er immer die lokale Variable. Immer. Und wenn wir this schreiben, dann nimmt er die globale Variable. Das this können wir auch schreiben, wenn es keine lokale Variable gibt. Das ist jetzt kompliziert, weil die ganze Zeit lokal, global, bla bla bla. Aber wenn man es verstanden hat, ist es einfach. Also hier haben wir 1, 1. Das this braucht man nicht, wenn es keine lokale Variable gibt, die den gleichen Namen der globalen Variable hat. Das ist verdammt kompliziert. Ich weiß. Aber, also nochmal. Int i ist gleich 0. Dann hat er 1 und 0. Weil hier global, hier global. Das seht ihr auch, wenn ihr die markiert. Dann wird das gelb und wenn ihr die markiert, dann wird das gelb, weil er auf die zugreift. Und bei der greift er auf die zu und nicht auf die, obwohl die gleich heißen. Okay? Hat man das ungefähr verstanden? Also wenn wir auf die Variable wieder zugreifen wollen, schreiben wir this Punkt. Easy, eigentlich, wer es verstanden hat. Also, freut euch aufs nächste Mal, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt nicht so toll, weil ich zweimal bis zum nächsten Mal gesagt, also nächstes Mal gesagt habe, aber ich bin auch nicht perfekt. Auf jeden Fall. Ciao. Danke fürs Zuschauen.